Witzig, das macht Jimmy Blue für jeder Lied und haute x27 Semikolon ist dann zur Show. Super sicheres Siegesritual? Wenn die Scheinwerfer gedimmt werden und die Off-Stimme das nächste Tanzpaar ankündigt, dürfte wohl selbst dem erfahrensten TV-Promi bei Let's Dance das Herz in die Hose rutschen. Nur eine Woche haben die Tanzsportneulinge jeweils Zeit, eine profimäßige Performance vorzubereiten, mit der sie auf dem berühmten Parkett die Jury und Zuschauer überzeugen können. Doch was tun, damit auch die Nerven mitspielen? Teilnehmer Jimmy Blue Ochsenknecht, 26, offenbart nun sein ganz besonderes Pre-Show-Ritual. Promi Flass entlockte dem Schauspieler seine Last-Minute-Vorbereitung mit Tanzpartnerin Renata Lösin, 30, und die ist ganz schön außergewöhnlich. Wir spielen Kniffel in meiner Garderobe, packte aus. Ob die traditionelle Gesellschaftsspielsession ihm auch in der vergangenen Folge zu der Mega-Verbesserung verhalf? Tatsächlich tanzte oder erkniffelte sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht, 62, satte 26 Punkte von der Jury und platzierte sich damit erst im oberen Mittelfeld. Renata und sind jedoch nicht das einzige Paar, das auf Glücksnachhelferchen setzt. Die Top-Favoriten Ekaterina Leonova, 30, und Ingolf Lück, 59, zocken zwar nicht zusammen, haben aber immerhin süße Freundschaftsglücksbringer-Armbändchen ausgetauscht. Alle Infos zu im Spezial bei rtl.de.